Ja, hallo und willkommen bei einer weiteren Folge Let's Box C++ ASCII Tetris. Wir waren das letzte Mal stehen geblieben, dass wir in der Lage sind, entsprechend unsere Bricks zu rotieren und entsprechend nach links und nach rechts zu bewegen. Allerdings sind wir noch nicht so weit, dass wir in der Lage sind, hier, wenn wir jetzt eine Reihe voll haben oder mehrere Reihen voll haben, dass die jetzt gelöscht werden, wie es ja normalerweise im Tetris-Spiel der Fall wäre. Dementsprechend wäre das Spiel jetzt, ja, sehr schnell vorbei, weil wir nicht in der Lage sind, Zeilen zu löschen, die wir löschen möchten. Hier in dem Fall wäre das die unterste Zeile, die hätte entfernt werden müssen. Was wir noch nicht implementiert haben, ist unter anderem auch eine Score, dass wir die Punkte zusammenzählen. Aber bevor wir das machen, möchte ich gerne mit euch hier diese vollen Lines füllen. Und da müssen wir natürlich jetzt eine Funktion implementieren, die entsprechend jedes Mal, wenn getemped wurde. Wir haben ja die Temp-Funktion, soweit ich mich erinnere, entfernt, beziehungsweise jetzt habe ich hier irgendeine Funktion. Das ist hier unter Game. Haben wir zum Beispiel Temp Actual Brick haben wir auskommentiert, beziehungsweise in Field haben wir die Temp-Funktion auskommentiert, weil wir die Sache dann so gelöst haben, dass die Draw Brick entsprechend sich um Temp kümmert, dass ich einfach sage, weißt du was, ich benutze Draw Brick und sage, schreibe mir dann jetzt ab sofort dort die Position, wo mein Actual Brick ist, einfach überall ein X hin und damit habe ich ein Temp simuliert. Und nach dieser Zeichnung initialisiere ich einen neuen Brick, der meinen Cursor ja nach oben hinsetzt und mir einen neuen Brick liefert. Da muss entsprechend ein Clear Screen gemacht werden und Tetris Feld wird neu geprintet. Das passiert hier entsprechend, wenn ich jetzt hier runtergehe. Das war eben Draw Brick. Da Draw Brick mit den Xen und New Initialize entsprechend. Initialize New Brick hat mir hier oben einen neuen Brick erzeugt und den Cursor nach oben gesetzt, damit wir hier dieses Spiel überhaupt so hinkriegen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir die Temp wieder einbauen oder nicht. Aber ich bleibe erstmal bei der Version, dass wir das mit Draw Brick lösen, dass ich sage, ich benutze die Funktion einfach hier standardmäßig mit dem Formatzeichen, das wir festgelegt haben am ganz am Anfang, und zwar die Raute. Und wenn dann ein Temp simuliert werden soll, dann habe ich halt hier diese Draw Brick Funktion, das dann auch noch zur Folge hat, dass wir hier Initialize New Brick aufrufen und so weiter. Und natürlich unser Set Cursor hier wiederum einen Schritt zurück reduzieren, was ja zu weit gedacht war. Wir haben ja die Idee gehabt, ich gehe einen Schritt weiter, gucke dann nach, ob es geht. Wenn es nicht geht, muss ich diesen Cursor natürlich zurücksetzen und dort dann entsprechend mein Draw Brick aufrufen. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir die Lines löschen wollen. Das heißt, hier, das ist die Stelle, wo wir tampen. Deswegen habe ich hier auch extra als Kommentar Tamping geschrieben. Das ist die Stelle, wo wir unser Brick unten oder irgendwo angekommen ist, wo es nicht weitergeht und wir zwangsläufig einen neuen Brick initialisieren müssen. Und wenn kein neuer Brick initialisiert werden kann, dann haben wir hier auch schon implementiert. Das führt zu einem Game Over. Das funktioniert auch schon mal. Was halt noch nicht geht, ist die Lines, die vollen Lines zu füllen, zu löschen. Das heißt, hier versuche ich mal ein Spiel hinzukriegen, das, ja, blöd gelaufen. Ein Spiel hinzukriegen, das entsprechend eine komplette Line ausfüllt. Ach, wunderbar, hat super gepasst. Das müsste eigentlich gelöscht werden. Die Frage ist, wann machen wir das? Wann prüfen wir, wann wir eine Line voll haben und wann nicht? Ja, jedes Mal, wenn wir Temp machen. Jedes Mal, wenn wir die Temp aufrufen, vorher oder danach, wie auch immer, muss dann geprüft werden, am besten nachdem Temp gemacht wurde. Nachdem wir Temp aufrufen, ist überall eine X. Überall X, die Rauten durch X ersetzt worden und dann wollen wir gucken, ob wir im ganzen Feld irgendwo volle Lines haben. Das heißt also, wir müssen jetzt eine, nennen wir sie Clear Complete Lines implementieren. Die habe ich hier in die Field eingebaut oder habe ich vor einzubauen mit euch gemeinsam. Wir packen sie am besten hier unten hin. Das tue ich mal weiter runter hier. Den Quellcode stelle ich euch dann natürlich anschließend auch zur Verfügung auf der Webseite. Ich habe ja, das müsste jetzt die Folge 9 sein. Seit Folge 8, Let's Proc C++ ASCII Tetris Folge 8, habe ich ja auch zusätzlich eine Website, wo ich dann entsprechend alle Quellcode-Versionen hochgeladen habe. Und auch diese Version werdet ihr als Quellcode zur Verfügung haben auf der Website exilius.eu. Und ja.
Ah, wer aber möchte, kann natürlich gerne mit abtippen. Das kann ja nicht schaden. Ich möchte gerne, warum ich das gemacht habe, weiß ich jetzt nicht, ein Bool zurückliefern und sagen, ich möchte gerne eine Clear Complete Line, Complete Lines haben. Und das müsste eigentlich reichen erstmal. Ich gebe ihm erstmal nichts mit. In der Version, die ich habe, habe ich ihm was mitgegeben, weil ich später eine Highscore einbauen möchte. Aber im Moment haben wir die Highscore nicht, die unsere Punkte zusammenzählt. Dementsprechend bleibt es erstmal bei dieser Version. Field. So, die Idee ist natürlich jetzt jedes Mal, wenn Temp ausgeführt wurde. Das passiert ja hier an der Stelle. Das mache ich am besten mal so, dass ich sage Temp. Jedes Mal, wenn ich getampt habe, möchte ich gerne die Clear Complete Lines aufrufen. Die soll dafür sorgen, dass alle Lines, die komplett mit, also die Complete Lines, ein Complete Line ist entsprechend, wenn ich ein Detrit-Feld habe und für alle Felder entsprechend ein X drin habe, möchte ich gerne im ersten Schritt komplett hier über die Zeilen laufen und mir merken, wo die ganzen vollen Lines sind und die möchte ich dann entfernen. Das heißt, gehen wir davon aus, wir haben dadurch, dass wir ein Brick jetzt von oben nach unten gesetzt haben, haben wir glücklicherweise eine Vierer-Reihe voll gekriegt. Ja, das ist im Ziel. Bei Tetris versuchen wir ja immer, viele Lines mit wie möglich auf einmal voll zu kriegen. Und da haben wir jetzt unseren Brick reingesetzt. Das ist dieses E-Brick. Und der hat dafür gesorgt, dass wir hier jetzt Bridge 1, 2, 3, 4 Lines voll haben. Die müssen wir erstmal ermitteln. Das heißt, wir müssen erstmal eine Schleife programmieren, das von oben nach unten durchläuft und die Felder durchläuft. Wir haben also eine verschachtelte Schleife, die einmal in die Richtung geht und einmal in die Richtung und diese Felder entsprechend anschaut. Und wenn wir komplett durchkommen und überall X da sind, wissen wir alles klar, die ist complete. Gehen wir davon aus, hier, da ist ein X, da ist ein X, da ist ein X, aber hier nicht. Dann würde die Schleife hier reingehen, sehen, aha, da ist ein X, hier reingehen, aha, da ist kein X, also kann diese Line schon mal nicht voll sein. Und ich gehe eine Schleife weiter und suche hier weiter. Das ist halt die Idee. Das heißt, ich habe hier ein Feld, eine Schleife von oben nach unten und eine Schleife, die in die Richtung geht, die innere Schleife. Und ich gehe die innere Schleife da, die nach rechts geht, guckt so lange, wie kein X drin liegt. Da liegt ein X, wunderbar, gucke ich weiter. Da liegt ein X, gucke ich weiter. Da liegt ein X, gucke ich weiter, weil die Line könnte potenziell voll sein. Und da ist kein X, alles klar, das ist schon mal keine Complete Line. Und ich suche weiter. Das mache ich von oben bis unten hin. Und dann muss ich mir natürlich merken, welche Lines voll sind. Die müssen dann gelöscht werden. Das heißt, die Idee ist erstmal zu ermitteln, welche Lines voll sind, die wir dann einfach rauslöschen und ein entsprechendes Feld neu zeichnen mit den Informationen, die halt da sind. Also der Trick ist jetzt wirklich herzugehen und dieses Tetris-Feld, das wir jetzt zum Beispiel aktuell der Spielstand so, dass wir hier sowas haben. Wir haben beispielsweise ein Vierer Breite. So. Dann muss natürlich, gehen wir wieder, das ist natürlich unrealistisch. Wir haben kein, doch könnten wir. Wir könnten hier einen Vierer machen. Gut. Wir haben beispielsweise hier diesen Vierer jetzt reingesetzt. Das war der alte Spielstatus. Oder ich brauch mal was Realistischeres. Was Realistischeres wäre zum Beispiel das da. Ich versuche gerade einen Spielstatus herzustellen, das etwas realistischer wirkt. Das da zum Beispiel. So. Und ich habe gerade ein Brick reingesetzt, und zwar ein I-Stück. Und wenn ich das reinsetze, dann wissen wir, aha, hier haben wir eine Reihe voll, die muss gelöscht werden. Und der Spielstatus muss von diesem Status zu diesem überführt werden. Das heißt, wir müssten die unterste Reihe bleibt, weil die noch nicht komplett voll ist.
Und diese dritte Reihe hier müsste jetzt zur zweiten Reihe werden. Das heißt, es fällt alles runter und wir haben dann rein theoretisch diesen Status. Das heißt, diese Reihe fällt runter zu dieser Reihe, die ja vorhin hier rausgelöscht wurde. Ja, wir sehen, das wird ein bisschen knifflig. Ja, aber nichts Unlösbares. Da muss man kurz gucken hier. Ich tippe erstmal ab, was ich da so gemacht habe und versuche euch dann zu erklären, warum ich das so gemacht habe. Ich habe eine Bool-Variable definiert, die ich von Anfang an auf True schalte. Dann habe ich meine erste Vorschleife, die von int i gleich this. Und zwar high läuft. Wir wissen, high ist oben. Wir müssen von oben nach unten fahren. Allerdings minus 2. Nein, von unten. Von unten nach oben. Von high minus 2 laufen wir. Weil der Boden. Jetzt habe ich natürlich das geschlossen. Das ist Blödsinn. So. Jetzt muss man kurz gucken. High war unten, genau. Ich habe ja x hier bei 0 angefangen und high ist das da. Und high ist ja selbst der Boden. Das heißt high minus 1. Aber weil wir von 0 zählen und nicht von 1, müssen wir high minus 2 machen. I ist ja unser Index. Und i darf nie high sein. Wir haben in Wirklichkeit, wenn wir sagen, wir haben 5 Zeilen, haben in Wirklichkeit einen Index von 0 bis 4. Also wenn high 5 entspricht, haben wir aber Indizes von 0 bis 4. So, das ist der Tatbestand. 1, 2, gehen wir davon aus, das wäre unser Tetrisfeld. Höhe von 5 wäre 0 bis 4. Aber der 4 ist ja unser Boden. Und da ist dann die Wand. Hier ist die Wand, hier ist die Wand, hier ist die Wand. Das heißt, wir müssen high minus 1 machen. High minus 1 machen, damit wir den echten Index bekommen. Aber der Index ist ein Boden, deswegen müssen wir high minus 2 machen. Das heißt, i muss hier beginnen. Von 5. Also wir haben, ja, wir haben high ist 5. Und 5 minus 2, da habe ich die 3 vergessen, ist 2. 5 minus 2 ist 3, das heißt, i muss bei diesem Index beginnen. Nicht hier, sondern hier. Und von dort aus gehen wir nach oben und suchen die ganzen Zeilen ab. Wie ich das vorhin erklärt habe, eben in Paint, allerdings halt andersrum. Ich habe das von euch von unten nach oben gezeigt. Ich habe vorhin gesagt, wir gehen hier runter und dann nach rechts. In Wirklichkeit gehe ich von unten nach oben und gehe so jeweils nach rechts. Ich schaue mir die Lines alle an. So rum. Darum high minus 2, weil i ist unser Index, minus 2, also normalerweise dann minus 1, aber minus 1 wäre der Boden. Ich will nicht den Boden angucken, ich will 1 drüber. So, das heißt, i ist entsprechend high minus 2 und solange i größer ist als 3, mache ich i minus minus. Warum größer als 3? Weil ich jetzt kurz überlegen muss. Warum größer als 3? Ich habe mich blöderweise dazu entschieden, dass ich diese und diese Zeile nicht anschauen brauche. Aber das wäre Blödsinn, die sollten wir uns anschauen. Gehen wir davon aus, wir haben den Spielstatus, der sieht genauso aus. Wir haben halt das Spiel richtig verbockt und haben es nicht geschafft, bis da oben hin eine gültige Reihe aufzufüllen. Und da haben wir Glück, dass beim Initialize New Brick gerade ein i-Stück so erzeugt wird, dass es genau hier reinfüllt. Dementsprechend haben wir Glück gehabt und die Zeilen können gelöscht werden. Das passiert eher selten. Wir haben meistens das Problem, dass wenn ein Brick erzeugt wird, es so erzeugt wird, dass wir hier zwangsläufig, wenn wir schon hier oben angekommen sind in unserem Spielstatus, dass wir in der Regel direkt ein Game Over bekommen, weil in der Regel haben wir keinen Platz mehr für einen Initialize New Brick und das habe ich mir dann gespart, dass ich mir diese zwei Zeilen oben angucke, weil die werden ich nie voll kriegen, weil bis dahin habe ich links ein Game Over. Aber wie gesagt, es kann durchaus sein, dass ich doch hier oben ankomme und beim Initialize New Brick das genauso fülle, dass ich dann eigentlich theoretisch weiterspielen kann. Das heißt, das ist eigentlich Blödsinn.
Ich mache es also, ich ändere es um auf i größer 0 oder größer gleich 0. Das heißt, wir gucken uns tatsächlich jede Zeile an. Auch die oberste. Was eigentlich keinen Sinn macht, aber okay. Also meines Erachtens nach hat es damals keinen Sinn gemacht. Und ja, vielleicht gibt es Spielsituationen, wo man auch die oberste Zeile sich anschauen muss. Also haben wir hier die Möglichkeit, wie gesagt, Spielstatus. Ich mache das richtig großzügig jetzt. So, und wir sind hier oben angekommen. Und wenn jetzt hier an dieser Stelle ein Initialize New Brick gemacht wird, dann landen wir zwangsläufig zu einem Game Over. Das heißt, wir werden nie die Gelegenheit bekommen, diese obersten zwei Zeilen darauf hinzuprüfen, ob die komplett gefüllt sind, weil bis dahin haben wir ein Game Over. Das ist halt dieser Bereich der Initialisierung des Bricks, das. Aber man sollte es trotzdem prüfen, weil wie gesagt, es kann durchaus sein, dass wir einen Brick neu initialisieren und das genau die Lücke füllt und wir dann doch weiterspielen könnten. Ja, wenn wir viel Glück haben. Darum ändere ich das aus meinem Code, was ich auf Papier habe, zu dem hier um. Wir wollen natürlich jetzt gucken, auch ob wir überhaupt, bevor ich mir jetzt die ganzen Zeilen angucke, ich habe ja gesagt, wir brauchen eine wir brauchen ineinander verschachtelte Schleife. Aber warum soll ich da überhaupt in die innere Schleife gehen, wenn das erste Element auf dem i ist? Wenn das überhaupt kein x ist, dann brauche ich auch nicht zu gucken. Das heißt, ich habe hier Field und sage, wenn i und 1, warum 1? Weil 0 ist die Wand, index 0. Wenn das einem x entspricht, dann gehe ich in die innere Schleife. Das heißt also, wir haben hier den Zustand, ich fange von hier unten an, i ist hier, Index i, i1, das ist Feld 1, das ist ja Index 0, 1, 2, 3, Index 4, gehen wir davon aus, wir haben hier eine Breite von 4. Ah, versuche ich das mal so zu machen. Das ist ein bisschen hässlich, aber okay. So. Nee, das ist. Index 1 ist hier. Das ist ja die Wand. Index 1, Index 2, bla bla bla. Das heißt, um dieses. Unser Spielfeld. Ah, das ist hässlich gezeichnet, unser Spielfeld. Das ist unser Spielfeld. Das da ist die Wand. Da ist der Boden und da ist die Wand. Und da haben wir noch einen Index 4. Oh, was habe ich denn da jetzt wieder angestellt? Ich baue mal eine Tabelle aus grüner Farbe, damit man vielleicht ein bisschen genauer erkennen kann, was ich da eigentlich für einen Mist da gerade produziere. So, hier liegen unsere Zeichen drinne. Und wir wollen uns ja genau diesen Bereich anschauen. Und dieser Bereich ist entsprechend Index i und 1. Hier, diese Bereiche wollen wir uns anschauen. Quatsch, das ist ja schon die Wand. Hier, Index 3, 2, 1. Das sind die gültigen Index-Spielfeldbereiche. Nur, um es nochmal klarzustellen. Hier in diesem Beispiel haben wir jetzt zum Beispiel drei. Insgesamt eine Breite von 5, aber drei gültige Spielbreiten. Das ist dieser Bereich hier. Hier können wir spielen. Das heißt also, ich gucke mir Index 1 an. Also y ist Index 1. X ist die Höhe, y war ja die Breite, deswegen hier von y und 1. Und wenn da ein x drin liegt, das wäre zum Beispiel hier, da, wenn da genau hier ein x liegt, dann gucke ich hier rein. Wenn da kein x liegt, kann ich gleich weiterspringen. Wenn da kein x liegt, gehe ich gleich weiter. Wenn da kein x liegt, gehe ich gleich weiter. Wenn da ein x drin liegt, dann gucke ich mir die ganze Zeile an. Das ist halt meine Idee. Wenn das erste Feld ein x hat, dann gucke ich mir die ganze Zeile an. So spare ich mir dann einige Schritte, einige Iterationen und ja. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich habe hier gerade einen Fehler auf Papier. Das heißt, das steht im Papier noch drinne. Eigentlich brauche ich das hier drinne erst.
So, jetzt setze ich mir also, bevor ich in die innere Schleife gehe und die komplette Zeile angucke, sage ich, okay, ich habe eine potenzielle Zeile gefunden, die komplett voll sein könnte. Das ist halt die Idee, wirklich zu verstehen ist, ich muss erstmal von oben nach unten gucken, welche dieser Zeilen könnte potenziell voll sein. Der Computer sieht ja das Ganze nicht. Wir können mit einem Blick erahnen, mit einem Blick ist es für uns ersichtlich, wann eine Zeile voll ist. Der Computer weiß das nicht. Und der muss wirklich von jede Zeile sich anschauen. Und wenn das erste Element in dieser Zeile ein X ist, dann könnte die Zeile voll sein. Das ist halt die Idee, die ich gerade implementiert habe. Wenn die könnte voll sein. Die nicht, dann ist die auch nicht voll. Da ist ein X, die könnte voll sein. Das heißt, überall, wo ein erster Stein ein X ist, gucke ich dann in die Richtung nach Y. Ja, das ist jetzt kein Koordinatensystem. Wir haben uns ja das so implementiert, dass die Breite Y ist und die Höhe X. Dementsprechend lasst euch da bitte nicht verwirren. Und das ist entsprechend genau hier. Wenn das erste Element ein X ist, dann könnte es potenziell eine komplette Zeile sein. Das heißt, found true, die ist potenziell eine volle Zeile. Und wir gehen jetzt in die innere Schleife und sagen, okay, Y ist 1 und die soll bitte so lange laufen, wie Y kleiner ist als das. Weiter, aber weil kleiner, deswegen nur minus 1. So hier, Y kleiner als minus 1, das heißt, Index Weite minus 1 ist die Wand und Y soll bitte kleiner als die Wand sein, die rechte Wand in dem Fall. Und fängt bei 1 an, weil Index 0 eine Wand ist und das letzte Index hier ist auch eine Wand. Deswegen müssen wir immer aufpassen, dass wir die Wände nicht mit anschauen, weil brauchen wir nicht. Die Wände sind uns egal. So. Das ist so viel dazu zu erwähnen. Und hier ist jetzt wichtig zu gucken, okay, solange ich jetzt immer finde, in Field, na? Ein Field i und diesmal nehme ich den Index j mit. Wenn das ungleich x ist, dann bedeutet es für mich, okay, alles klar, found kann nicht true sein. Das heißt, die ganze Zeile ist definitiv nicht und ich breake. Das heißt, diese Schleife breake ich und sage, ich gucke nicht weiter rechts, weil Blödsinn. Ansonsten laufe ich die Schleife durch. Und wenn ich durchgelaufen bin, wurde Found nie auf False gesetzt. Das heißt, diese Schleife hier kümmert sich nur darum, um die potenzielle Zeile zu widersprechen. Ja, solange ich ein X finde in der kompletten Zeile, bleibt Found auf True. Ich habe es auf True geschaltet. Und solange ich ein Zeichen ungleich X finde, nicht ungleich x, also solange ich ein Zeichen finde, das x entspricht, dann lasse ich die Schleife einfach durchrattern. Ansonsten, sobald ich anfange, ein Zeichen zu finden, das nicht x entspricht, dann wissen wir, die Zeile ist nicht voll. Ich breche ab und setze found auf false. Und wenn found nicht auf false gesetzt wurde, dann möchte ich was machen. Und zwar möchte ich gerne, und das habe ich hier nicht gemacht, ich möchte gerne einen Vektor erzeugen. Ein Vektor int. Das nenne ich mal connected lines. Ein Int-Vektor. Und dieses Int-Vektor hält mir nur fest, welche Zeilennummer. I ist zum Beispiel hier. Auf Zeilennummer Höhe minus, keine Ahnung, das ist 0, 1, 2, 3, 4. Sagen wir, I ist 4. Und wir wissen, die 4 ist komplett voll. Da muss ich eigentlich mir nur den Index merken. Welche Zeile bitte ist jetzt gerade voll, komplett? Und den möchte ich mir merken. Und das sammle ich halt in einem Vektor. Punkt push back i. Das heißt, ich habe mir i gemerkt. Die Schleife geht hier oben weiter und ich suche die nächste Zeile. Und es geht jetzt so lange, bis i komplett durch ist. Und ich habe dann in diesem Vektor alle Zeilen gesammelt, die wirklich voll sind. Das steckt jetzt in diesem Vektor drin, das ich hier angelegt habe.
Und mit dem müssen wir jetzt weiterarbeiten. Und zwar, wir sagen jetzt einfach, bevor ich weiterarbeite, möchte ich gucken, ist Connected Lines jetzt überhaupt gefüllt? Wenn da kein Element ist, also kleiner als 1, dann verlasse ich die Funktion. Ich habe komischerweise gesagt, ich verlasse die Funktion mit einem False. Das heißt, diese Funktion hat nichts bewirkt. Also in Connected Lines habe ich die volle Lines gesammelt. Wenn es niemals angerührt wurde, weil es keine komplett Lines gibt, Complete Lines, prüfe ich hier drauf, okay, es gibt keine Complete Lines, also gehe mit False zurück. Wo ich dann entsprechend zum Aufrufer zurückgehen könnte und sagen könnte, wenn da False zurückkommt, dann brauche ich keine Highscore zu berechnen, weil gibt's nicht. Kann ich nicht, brauche ich nicht. Oder warum auch immer. Also Highscore berechnen ist hier jetzt gerade etwas schwieriger, aber dazu kommen wir ja gleich, wie wir die Highscore berechnen können. So, aber wir haben ja hier entsprechend kein Return False. Deswegen mache ich da sicherheitshalber mal lieber noch ein Else rein. Das packe ich dann in Else. So. Also mache ich jetzt Folgendes. Ich gehe her und muss jetzt über die Completed Lines iterieren. Ich fange bei int i gleich 0 an. Und habe ja meine, nee, Quatsch, ich fange an. Completed Lines. Da ich von unten nach oben zähle, ist in Completed Lines Vektor als erstes die höchste Zahl. Zum Beispiel die Zeile 4 ist voll, die Zeile 3 ist komplett voll und die Zeile 1 ist komplett voll. Und ich muss von hier, von oben nach unten. Oh, jetzt wird es ein bisschen knifflig, wie ich das gemacht habe. Ich programmiere es erstmal und erkläre euch dann, was ich da genau gemacht habe. Das ist nämlich dann ein bisschen, hat einen gewissen Hintergrund gehabt. Wie ihr letzten Endes jetzt, die Idee ist ja jetzt, wir haben jetzt, das versuche ich mal nochmal sorgfältiger zu machen. Wie mache ich ihn euch am besten? In Rot mache ich das volle. Dann machen wir noch hier was volles. Und schwarz alles, was nicht voll ist. Gehen wir davon aus, wir haben das so gemacht. Das ist ein komisches Stück, das da reingekommen ist, aber okay. Nein, warte, 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 warte. Warte. Das ist realistischer, wenn ich das so mache. So. So. Hallo? Das war vorhin dicker, aber egal. Ja. Gehen wir davon aus, das war unser Brick, was ich gerade reingefüllt habe. Und es hat dafür gesorgt, dass die Zeile 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, die Zeile 5 und die Zeile 3 jetzt voll sind. Die müssen gelöscht werden. Das heißt, ich habe, weil ich von unten nach oben geguckt habe, in meinem Vektor, das die Information festhält, welche Zeilen jetzt voll sind, reingepusht erst die 5 und dann habe ich reingepusht in den Vektor die 4. Nee, die 3. Sorry. Ja, wir haben ja lokal einen Vektor erzeugt. Das ist diese Stelle hier. Da. Und als erstes, weil wir von unten nach oben zählen, ist das erste, was hier in Pushback als Pushback landet, ist zwangsläufig halt die größte Zahl. Die ist zwangsläufig, weil wir von unten nach oben geguckt haben, zwangsläufig als erstes hier in diesem Vektor gelandet. Und dann die 3. So. Unsere Idee ist jetzt herzugehen und zu sagen, ich möchte gern jetzt Folgendes machen. Ich möchte gerne, jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir das machen. Ob wir von oben nach unten oder von unten nach oben, dass wir jetzt hergehen und sagen, wir löschen jetzt alles, alle Zeilen einzeln. Ich zähle und schreibe dann die übere oder die ganzen, die drüberliegenden, komplett eine Zeile runter. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das ist jetzt ein bisschen tricky, wie ich das gemacht habe. Also die Idee ist ja, von diesem Spielfeld zu diesem zu gelangen. Das Ziel ist ja, von diesem Zustand zu diesem. Das ist übrigens hier frei. Da ist auch ein freier. Das heißt, wir müssten eigentlich als Resultat jetzt
das hier bekommen. Oder das bleibt stehen. Das ist diese Zeile. Diese Zeile landet eins runter. Das ist diese Zeile. Weil wir diese gelöscht haben. Und die Zeile drüber, die entfernt, wird natürlich auch zwangsläufig entfernt. Gehen wir davon aus, hier läge auch noch was. Dann müsste die auch eins runterfallen. Das heißt, wir hätten dann dieses Resultat. Um das hinzukriegen, müssen wir uns Gedanken darüber machen, wann lösche ich wie und was. Und jetzt versuche ich natürlich erstmal das zu implementieren, was ich implementiert habe, um dann hoffentlich in der Lage zu sein, euch zu erklären, warum ich das so gemacht habe. Ja, ich muss offen zugeben, ich weiß das nicht mehr im Detail, aber ich glaube, es kriegen wir schon hin. Größer gleich. Was habe ich da geschrieben? 0. Ja, und i minus minus. Gut. Ich sage, ich will jetzt durch die Connected Lines iterieren von oben, also vom höchsten Index, also ja, je nachdem, was oben unten ist, hier entsprechend von unten. Vom höchsten Index zum niedrigeren. Connected Lines Size ist das höchste. Das heißt, wenn ich zwei Elemente habe, lande ich bei Index 1. Das heißt, i fängt bei 0 an. Hey, warte. I fängt bei Index size minus 1 an, läuft bis gleich 0 und minus minus. Das heißt, ich lande in diesem Beispiel, bin ich hier bei i und gehe nach oben, wenn ich die Indizes mal so aufschreiben würde. Das heißt, ich schaue mir erstmal die Lines von oben. Also ich betrachte erstmal die Lines, die ich vom Spielfeld von oben nach unten betrachte. Hier, das Ding liegt hier als Information. Line 3 liegt hier als Information. Ich will also mein Feld praktisch von oben nach unten neu zeichnen, damit ich zu diesem Resultat komme. Das könnt ihr letzten Endes machen, wie ihr wollt. Ich habe mich halt zu dieser Variation entschieden. Das heißt also, ich habe hier wirklich diese Informationen, die sind letzten Endes essentiell dafür zu sagen, hier, das sind die Completed Lines. Diese Informationen sind Completed Lines und alles andere darfst du nicht überschreiben, musst du aufpassen, dass du das irgendwie überführst und immer eins runterschmeißt. Was ich mir dabei gedacht habe, weiß ich noch nicht, aber ich zeige euch gleich hoffentlich, was das am Ende als Resultat, ja, zu welchem Resultat es führt. Das heißt, ich muss jetzt mit einem temporären Spielfeld arbeiten. Da komme ich nicht drum rum. Ich erzeuge mir also ein temporäres Spielfeld, wo ich jetzt alles rüberschreibe letzten Endes, das rübergeschrieben werden muss, was gespeichert werden muss an Informationen. Es soll ja letzten Endes nur dazu führen, dass wir die Completed Lines löschen. Das war ein bisschen tricky an dieser Stelle. Ich habe hier, ja genau, da muss ich blöderweise hierher gehen. Oh Gott. Das erinnert uns stark an die Initialisierung unseres Spielfelds ganz am Anfang in einem Konstruktor. Das müssen wir hier machen. Wir erzeugen uns jetzt tatsächlich ein temporäres Spielfeld, deswegen habe ich das Temp genannt. Und da muss dann letzten Endes die Information reingeschrieben werden, die wir haben wollen für das neue Spielfeld, das als Ziel dann stehen soll. Nachdem die Completed Lines gelöscht wurden. Ich habe es mir einfach gemacht. Ich glaube, ich komme langsam drauf hin, wie ich das gemacht habe. Meine Idee war, ich erzeuge mir ein temporäres Feld und kopiere nur die Zeilen rüber, die kopiert werden müssen. Das heißt, was muss ich dann hier rüber kopieren von links nach rechts? Das da, das da. Und die Completed Lines ignoriere ich einfach. Und woher weiß ich, welche Lines ich ignorieren soll? Anhand dieser Information hier. So, ich mache das mal neu. So. Das heißt also, ich habe. Ich mache das mal so als Kommentar. Allocate Memory for new Field. Ich allokiere mir, ich lege mir einen neuen Speicher für ein neues Feld an. Das ist, sorry, das ist dieser Teil hier.
So. Diesen Quellcode kriegt ihr, keine Sorge. Wird dann zum Beginn dieses Videos, was ich, wenn ich es hochlade, hoffentlich schon auf der Website zur Verfügung stehen. Da ist ein Fehler, das muss so sein. Dann müsste ich jetzt hergehen und das wird jetzt ein bisschen hoffentlich nicht allzu knifflig. Jetzt muss ich mal überlegen, was ich da gemacht habe. Erfahrungsgemäß sollte ich nicht versuchen herausfinden, was ich gemacht habe. Ich tippe es einfach mal ab. Bevor ich euch etwas erkläre, was ich dann am Ende eh wieder anders mache. Diese Folge ist sehr langweilig, das gebe ich offen zu. Es zieht sich gerade. Aber das ist halt einer der Gründe, warum ich bisher diese Tutorial-Reihe ein bisschen aufgeschoben habe für diejenigen, die von Anfang an dabei sind. Weil ich riesen Respekt vor diesem Teil hatte hier. Weil ich ehrlich gesagt nicht mehr ganz wusste, warum ich das so gemacht habe. Und da hatte ich dann ein bisschen Schiss davor, mich da wieder reinzufinden. Und habe mir dann ein bisschen Zeit gegönnt, bis es dann komplett unterging. Und jetzt reicht es, dachte ich mir, komm, jetzt musst du aber es raushauen. Es geht nicht, dass du es noch weiter aufschiebst. So, tipp's einfach mal ab. Das ist kein Ding. Wir haben gleich, was wir wollen. Ich kopiere gerade was in das neu erzeugte Feld, aber ich weiß nur noch nicht, warum ich das so mache und was ich kopiere. Ich kopiere mehrere gerade was. Aber was kopiere ich denn gerade? J und K. Ich gehe über die Lines. Connected Line. Was mache ich denn da? Ist das überhaupt so richtig? K ist 0. J und K verwende ich jetzt, weil I hier intern schon verwendet wurde. Und hier kann ich mit J weitermachen. Das heißt, ich muss Schleifenzähler J nehmen. Das geht von high minus 1. Geht es dann größer als Connected Lines. Aber Connected Lines I. Gut, jetzt verstehe ich, was ich da mache. Gut, ich habe es verstanden. Ich versuche euch erst zu erklären, ich glaube, ich riskiere es mal. Ich versuche euch erst zu erklären, was ich gerade mache. Also, ich mache das mal so. I steht hier. Warum steht I hier? Weil, nein, warte, 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 warte. Ich habe ja eine Information von, ich habe die Information festgehalten, welche Lines voll sind. Hier war die 3 drinne, hier war die 5 drinne. In x0, in x1. Das ist eine Liste von Informationen mit completed lines. Ich habe angefangen, i hier zu zählen und i steht aktuell hier, in diesem Index. Bezogen auf dieses Feld. Noch nicht Spielfeld. I ist ein Iterator, der läuft über das Feld hier. Eine Liste von Informationen, die mir festgehalten hat, welche Lines voll sind. Diese Information wiederum bezieht sich auf die Zeilen des Spielfeldes, die festhält, die ist voll. Die ist voll. So. Jetzt gehe ich her und sage hier, dass J von high anfangen soll. High minus 1. Das heißt, J ist hier. J ist der Zeiger, der jetzt sich das Spielfeld betrachtet. Und J geht jetzt folgendes, macht jetzt folgendes. Sekunde, ich bin gerade verwirrt. Verwirrt. Warum mache ich das so? J läuft so lange wie Connected Lines I. Connected Lines I heißt 3. I läuft von dort aus gesehen bis 3. Das heißt, I schaut sich nur diesen Teil an.
J meine ich. In dieser Bedingung schaut sich J nur das an, bis zum ersten Aufkommen oder bis zum letzten Aufkommen einer vollen Line. Was mache ich da? Ich kopiere mir das Feld. Warum kopiere ich mir das da? Das will ich doch gar nicht kopieren. Ich habe ein temporäres Feld erzeugt. Die Idee vom temporären Feld war diese, dass ich da jetzt alles reinkopiere, bis zum ersten vollen Line. Och, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ich programmiere es einfach fertig und ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt. Ich will einfach nicht mehr. Das ist so. Oh, ich wusste, warum ich davor einen riesen Bogen gemacht habe vor diesem Teil hier. Sorry. So, Leute, ihr könnt euch schon mal einen Kaffee holen oder sowas. Ich programmiere das jetzt einfach fertig. Ja, ich mach das jetzt. Ich hab keinen. Ich. Nee, ich mach das so, ja. Ja. Und dann erkläre ich euch, was das. Ja. Wird schon. Bin mal wieder super vorbereitet. Ja, toll. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt alles richtig abtippe, aber ich denke mal schon. Oh Gott, was habe ich mir dabei gedacht? Das ist. Die Idee ist hoffentlich rübergekommen. Also meine Idee ist wirklich, all das, was ich zu kopieren habe, zu ermitteln und hier runter zu kopieren. Dann überspringe ich die Zeile und J macht da weiter, wo keine vollen Zeilen mehr sind und kopiert es darüber. Ich versuche es mal eine Skizze zu machen, das zeigt, was ich vorhabe und die Idee euch die zumindest die Idee zu vermitteln, was mein Ziel ist. Wie die Implementierung letzten Endes aussieht, ist eigentlich vollkommen egal. Wichtig ist, dass ihr die Idee verstanden habt. Ich habe hier ein J angelegt, das von unten nach oben laufen soll. Und diese Informationen, die sind ja in der Connected Lines Vektor abgelegt. Das heißt, J soll jetzt aufpassen, dass er immer diese Zeilen ignoriert. Die Idee ist also jetzt letzten Endes wirklich, diesen Teil hierhin zu kopieren und diesen Teil hierhin zu kopieren, sodass wir dann ein neues Spielfeld haben, das genau richtig aussieht. Gehen wir davon aus, dieses Spielfeld hätten wir und das wird dann zwangsläufig zu diesem Spielfeld, nachdem die Lines gelöscht worden sind. Ist ja klar, wenn ich das lösche, fällt das hier eins runter. Wenn ich das lösche, fällt das Ganze eins runter. Letzten Endes ist genau das das Ziel. Und meine Logik, meine Implementierung geht genau nach diesem Prinzip, dass ich von J von unten nach oben laufen lasse und sage, überspringe mir all diese Zeilen, die ja I mir mitgibt. Das ist diese Schleife hier. Nein, Quatsch, das ist diese Schleife hier. Ignoriere mir bitte alles, was. Das ist jetzt. Eigentlich sind das zwei, drei Schleifen, die ich jetzt hintereinander mache. Da kommt noch eine Schleife. Und diese Idee ist wirklich hier. Dass ich laufe von Höhe bis zum ersten I und dann setze ich J auf I. Lauf gegen. Ach, das ist so ekelhaft. Ich habe keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Aber diese Zeilen, die jetzt hier folgen, ist genau das da. Was ich gerade eben gezeigt habe. Dass ich wirklich I dafür sorge, dass nur das kopiert wird, wo nicht ist. Scheiße. Was tue ich hier? Ja. Ihr habt's. Ja, ich. Ja. Habt ihr es hoffentlich verstanden? Ja? Nein? Dann versuche ich einfach hier mal weiterzumachen, ohne jetzt weiter Zeit zu vertrödeln. Was mache ich denn? Bin mal wieder super vorbereitet. Oh Mann. Was habe ich denn hier? Ein Field J. So, da. Dann habe ich das in dieser Schleife. Und dann habe ich komischerweise noch eine Schleife. Warum tut es so weh? Ich weiß nicht, warum das mir so weh tut gerade. Was habe ich mir dabei gedacht damals? Das tut voll weh gerade. Mann, warum?
White habe ich minus 1, I plus plus. Ich glaube, das wird nicht funktionieren, weil ich irgendwo einen Vertipper habe. Oder auch nicht. Ich schwätze nur gerade, weil ich möchte irgendwie jetzt gerade ablenken von dem Quatsch, was ich hier tippe. Aber es funktioniert ja, also von daher ist es wahrscheinlich gar nicht so blöd gewesen, was ich da gemacht habe. Nur kann ich es noch nicht ganz nachvollziehen. Das ist das Einzige. Aber wie gesagt, dazu kommen wir gleich. Ich bin zuversichtlich, da kriegen wir es hin. Das kriegen wir schon hin. Das weiter minus 1. Das ist auch so lästig, das mit diesem minus 1 dauernd. Da kann man sich auch was Raffinierteres einfallen lassen. Aber da kommen wir nicht drum rum, weil wegen Index und so, das ist ja immer irgendwie Höhe und minus 1 und bla. Dann habe ich komischerweise hier jetzt die Wände gezeichnet. Und hier habe ich einen Kommentar hinterlassen, Switch Field. Das ist jetzt dieses temporäre Feld, was zu unserem jetzigen Feld wird. Ich muss natürlich ein Del Field erzeugen, ein Zeiger auf ein Feld, was nachher gelöscht werden soll. Und zwar ist ja unser Field, das aktuelle Spielfeld, soll nachher gelöscht werden, damit wir die Adresse nicht verlieren. Speichere ich mir diese Adresse. Und unser This Field wird jetzt zu unser Temp. Also unser Temp wird zu unser aktuelles Field jetzt. Und dann kommt jetzt eigentlich das eigentliche Delete. 0, 0, i, kleiner, this. Jetzt muss ich wirklich über die ganze Weite und so weiter iterieren. Mit Delete, das haben wir auch schon gesehen. Und zwar möchte ich gerne aber del i, das habe ich dann so geschrieben, um sicher zu gehen, dass er bitte erstmal das holt und dann sagt Delete und nicht andersrum. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich sagen, Delete. Eigentlich kann ich das auch so schreiben. Del. Ich mag das aber so nicht. So. Ja, ne? Und wenn das geschehen ist, connected lines Punkt pop back. Und wenn das Ganze geschehen ist und die Schleife ein paar Mal durch ist, haben wir am Ende irgendwann nichts mehr und machen wir Return True. Oh mein Gott. Also folgendes. Diese Else-File sagt, ich habe connected lines. Bis dahin haben wir hoffentlich alles verstanden. Und jetzt muss ich dafür sorgen, dass wir hier diese Schleife irgendwann. Oh oh, ich sehe was Gefährliches. Das macht man so nicht. Das ist gefährlich hier. Das kommentiert ihr bitte aus. Das geht so nicht. Ich kann nicht eine Schleife programmieren, die sich auf. Ja, die Schleifebedingung bezieht sich auf die Size von Connected Lines. Und wenn ich jetzt plötzlich in derselbigen Schleife anfange, die Größe zu verändern, habe ich hier gleich ein gewaltiges Problem. Das heißt, ich iteriere wirklich über die einzelnen Zeilen von Connected Lines. Das ist halt da steckt ja die Information drin, welche Lines denn überhaupt voll sind. Ja, da haben wir diese Informationen beispielsweise 3, 5 gehabt. Nein, 5, 3 gehabt. So. Und darüber wollen wir iterieren. Und das machen wir hiermit. Und da jetzt plötzlich ein Element rauszulöschen, das ist gefährlich. Also das ist dämlich, was ich da gemacht habe. Aber ich weiß natürlich nicht, ob die funktioniert. Failed. Da fehlt auch ein, das ist eine Funktion. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich hoffe es. Ich muss das mal ausprobieren, Leute. Dann gucken wir mal, wie ich das erklären kann, was ich da gemacht habe, ob ich es schaffe.
Hallo, jetzt will ich was anderes haben. Mal, wollt ihr mich verarschen? Na, endlich. So. Ha, es funktioniert. Fragt mich nicht warum. Jawohl. Das ist doch was, was wir haben wollten. Jetzt können wir auch wenigstens ein bisschen spielen. Und die Lines werden gelöscht. Jetzt brauche ich noch ein Stäbchen. Stäbchen? Nix Stäbchen? Scheiße. Ich will nicht verlieren. Verdammt. Ich will mal gucken, ob ich auch mehrere Zeilen gleichzeitig löschen kann. Willst du mich veräppeln? Haha, Apple gesagt. Ich krieg kein Geld dafür, nee. So. Mist, das ist. Oh. Hey, nerv mich nicht. Komm, auf, los. Nein, nein, ich will nicht. Ich will nicht. Komm, Stäbchen. Nein. Es ist ein bisschen schwierig, den Spielstatus herzustellen. Komm, mach jetzt keinen Fehler. Nein, das muss ich so machen, weil ich will erzwingen mehrere Zeilen, weißt du? So, jetzt mach keinen Fehler. Jetzt brauche ich unbedingt Stäbsche. Stäbsche. Komm, Stäbsche. Oh Mist. Spielfeld ist zu klein. Stäbsche? Mäh, Stäbsche. Stäbsche. Oh, fuck. Nein. Nein. Das sollte eigentlich kein Let's Play Tetris werden hier. Tut mir leid, aber irgendwie. Breite ist irgendwie mal 15 und 20. Jetzt wird es ein Let's Proc, Let's Play, Let's Proc. Oh, ich glaube, das ist ein bisschen zu breit. Oh, das dauert zu lange. Ich glaube, ich mache das mal 18 und 12. Drück die Daumen, dass das passt. Jo, das sieht gut aus. Das ist immer noch zu hoch, aber okay. Ich versuche, Leute, tut mir leid, aber wir müssen das mal testen. Oh. Das seht ihr auch mal, wie ich in Tetris fehle. So, komm. Das ist schon mal ganz gut so. Jawoll. Jetzt brauche ich nur noch ein Stäbchen. Stäbsche? Stäbsche? Wo ist Stäbsche? Oh, scheiße, wie. Oh, versaut. Let's fail. Let's fail Tetris. Sag mal, ich will Stäbsche. Wir werden auch nachher noch die Anzeige implementieren, dass uns Informationen erteilt darüber, was als nächstes kommt an Brick. Weil das brauchen wir hier. Das ist gerade richtig essentiell, weil ich rate gerade nur. Oh nein, ich will Stäbsche, ich versau's voll. Ach, fuck. Ich bin so ein Nerd hier, ey. Das gibt's doch nicht. Ich kann mich doch erinnern, wie ich damals. Jetzt kommt Stäbsche. Toll. Jetzt kommt noch ein. Ey, willst du mich verarschen? Das gibt's doch nicht. Ja, Mai. Ach komm. So. Ich will zwei Zeilen mindestens. Hallo, das ist doch gar nicht so schwer, Mann. Tetris ist doch voll leicht, glaube ich. Und, ah, wunderbar, Leute, habt ihr das gesehen? Es funktioniert. Ha. Ja. Ich spiele hier noch eine Weile, um zu testen, ob das wirklich. Na, 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 na. Ich habe das Spiel geblockt. Ich kann das Spiel blocken. So, ich will mal was ganz. Mist. Ich will mal ganz. Ja, Verrücktes. So. Das block ich mal so. So, bin mal gespannt, ob ich da jetzt wieder runterkomme. Ah. Ah. Wow. Ja. Ja. Komm, 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 komm. Jawohl. Da passe ich nicht durch. Oh, da könnte ich. Oh, Mist. Okay, verkackt. Okay, es scheint zu funktionieren. Ich weiß nicht, ob es das wirklich tut, aber es scheint zu funktionieren. Jetzt überlege ich, soll ich versuchen, euch das jetzt zu erklären oder soll ich das für das nächste Mal aufschieben und ihr versucht, es zu implementieren? Also ich gebe euch den Code ja und ihr macht das mal, habe ich gedacht, aber.
Das ist eigentlich auch blöd, weil ich will ja euch erklären, was ich hier gemacht habe. Also, Connected Lines. Füllt mir bis dahin. Ich lasse es mal bis dahin laufen. Jetzt muss ich mal aufpassen, wie ich das am besten mache. So, das müsste eigentlich jetzt reichen. Das müsste ich dann gleich. Hoffentlich kriege ich jetzt ein Stäbchen. Nein, kriege ich nicht. Stäbchen! Gib mir ein Stäbchen! Oh Mann, gib mir ein Stäbchen. Egal, mach ich mal so. So. Dann müsste ich in den Connected Lines zumindest eine Zeiss haben, weil er gesagt hat, jo, ich hab gefunden. Und zwar diese Teile hier. Ja, das ist natürlich noch nicht neu geprintet. Deswegen, normalerweise ist da jetzt ein X im echten Spielfeld. Und diese Zeile hat er gefunden. Das heißt, das müsste die Zeile Hi war was? Was haben wir als Hi A festgelegt? Wir haben 18 festgelegt. Das heißt 17, 18, Index 18, 17, 16, 15, 14. Rein theoretisch müsste Index 14 jetzt gerade da. Da müsste 14 drin stehen. Da, 14. Haben wir geschafft. Da steht 14. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich Connected Lines ist ja ein Vektor und das hat ein Index. 0. Und da steht 14 drin. Ne? So. Da steht 14 drin. Das heißt, size ist 1. 1 minus 0, 1 ist 0. Das heißt, i fängt bei 0 an. Warum bei 0? Weil i soll ja. Oh, nerv mich nicht. Verarsch mich nicht. Oh, jetzt ist es. Wieder, oh Mann, oh. Also, bleiben wir bei diesem Beispiel. I war also ist auf 0 gekommen. Size minus 1 ist 0. Warum mache ich das? Size ist 1, aber Index 0. Darum muss ich minus 1 machen. Das heißt, I iteriert nur über diese Liste. Mehr macht I nicht. J ist dafür zuständig, über unser Feld zu iterieren, von unten nach oben. So, das heißt, ich habe hier einen Durchläufer über die Anzahl, über die Liste, der mir festhält, wo denn die Lines voll sind. Punkt 1. Mehr erstmal nicht. Mehr müssen wir nicht verstehen. Dann erzeuge ich mir ein temporäres Spielfeld. Das ist hier. Und fange jetzt an, entsprechend über diese Schleifen mir das temporäre Spielfeld aufzubauen. Ja, das ist das echte Spielfeld. Mit in Information Zeile 14 ist beispielsweise hier. Und I sagt mir, hey, hör mal zu, diese Zeile ist voll. Also J, wenn du nachher diese Zeilen liest, bitte ignoriere mich. Sagt I jetzt zu J. Das ist so ungefähr die Idee. Und anhand dieser Abbildung will ich eine Kopie erzeugen, ohne die Informationen von Dank und von I. Versteht da, was ich mein? Habt ihr verstanden, ja? Das mache ich hier irgendwie. Ich sehe noch nicht ganz genau, wo ich was mache. Ich fange komischerweise an von unten an und komischerweise gehe ich bis zur Zeile, wo I ist. Ja. I kopiert sich von unten. Komischerweise habe ich den Boden. Wo ist der Boden? Ist der Boden kopiert worden? Der Boden ist nicht kopiert worden. Doch, da ist der Boden. Genau. Ich kopiere mir den Boden. Ich kopiere mir in das neue temporäre wirklich den Boden. Das ist der Index für den Boden. Dann kopiere ich mir diese Zeile 1 zu 1. Alles Spielinformationen, die ich hier im linken Teil habe, will ich nach rechts überführen. Dann kopiere ich mir das da. Aber J hört auf zu laufen, wenn er bei der Information 14 angekommen ist. Das heißt hier, bitte J, lauf so lange, wie du größer bist als 14. Das bist du in diesem Fall ja. Da ist I beispielsweise 16, 15. Bei 14 hören wir auf zu kopieren. So. Und das ist eigentlich Kopieren der einzigen Spalt, die einzelnen Spalten. Hier, with. Also wir gehen von links nach rechts und kopieren jetzt spaltenweise. Das ist das spaltenweise Kopieren, das ist zeilenweise Kopieren. Dann
überspringen wir i, indem wir j jetzt eins höher springen. I ist ja 14 und wir sagen, hör mal zu, j, du fängst jetzt bei 13 an. Ja? Das heißt, j fängt jetzt hier bei 13 an und fängt von da an jetzt hier wieder alles rüber zu kopieren. Während dieser Index weiter bestehen bleibt. Das ist jetzt sehr gefährlich, was ich da mache. Aber wird schon passen. Und dann kopiere ich also alles, was da drüber liegt, jetzt hier rüber. Hier rein. Ah, Leute, ich... Oh, es tut mir so leid für diese Funktion. Ich bin so lange ausgewichen und hab's jetzt trotzdem verkackt. Gebe ich offen zu. Diese Funktion habe ich verkackt. Die kann ich euch nicht erklären. Das ist, ich bin gerade etwas raus. Also theoretisch habe ich es euch erklärt, aber praktisch verstehe ich nicht. Mein Punkt, meine Verzweiflung gerade ist an dieser Stelle, dass ich nicht verstehe. Das passiert hier. Ich verstehe nicht, und ich glaube, das ist, mache ich aber so, ich verstehe nicht, was ich mit diesen ganzen Zeilen mache. Die Zeile ist beispielsweise voll. Diese Zeile ist beispielsweise voll. Und hier in der ersten Schleifendurchlauf mache ich, glaube ich, nichts anderes als das da. Ich gehe her, J geht von unten und kopiert alles, was kopiert werden soll. Dieser Bereich ist legitim, wird ausgeschnitten. Wird nicht ausgeschnitten, am besten kopiert. So, rüber kopiert. Dann überspringe ich diese Zeile. Darfst du mal bitte, kannst du mal bitte so, wie ich gerne möchte, bitte. Jetzt, ja, genau. Ja. Das wird übersprungen. Und dann kommt I her, J her und kopiert einfach stupide das da. So. Das ist der erste Schleifendurchlauf. Dann im nächsten Schleifendurchlauf mache ich das so, dass ich sage, ich will jetzt daraus ein neues Spielfeld erzeugen und kopiere mir wieder gleiche Prinzip, alles bis zum nächsten Vorkommen einer Zeile. Das wäre diese Zeile hier. Kopiere ich mir diesen Teil hier rüber. Habe ich es rübergeschnitten. Überspringe diese Zeile und kopiere mir den Rest. Das wäre dieser Teil. Und habe dann entsprechend nach vielen, vielen Iterationen und hin und her allokieren und löschen, allokieren und löschen, habe ich dann irgendwann einen Spielstatus, das diesem Verlauf entspricht. Das ist halt das, was mich verwirrt, warum ich das so gemacht habe. Warum ich nicht schaffe, euch das in Ruhe zu erklären, weil ich das den Sinn des dieses Prinzips noch nicht verstehe. So, gehen wir davon aus, insgesamt haben wir zwei volle Zeilen. Das ist die hier. Und die hier. Dann tut die erste Schleifendurchlauf, das ist hier der erste Schleifendurchlauf, weil Connected Lines sagt mir, ich habe zwei volle Zeilen, also erster Schleifendurchlauf, macht mir daraus, dass ich von unten J schaut sich von unten alles an und sagt, aha, das kopiere ich. Das kopiere ich. Die Zeile überspringe ich. Das kopiere ich. Das machen diese zwei Zeilen. Diese zwei Zeilen machen genau das. Hier zähle ich von High bis gegen I, also bis gegen diese Zeile, die erste volle Zeile. Hiermit überspringe ich die erste volle Zeile einfach, indem ich einfach sage, ich gehe eins drüber. Und kopiere dann den Rest. Das ist genau dieser Status. Ich kopiere mir auch hier diesen blöden Status und ich weiß nicht, warum ich das so mache. Das heißt, aus diesem Spiel, aus dem ersten Feld wird dieses Feld. Das ist ja vollkommen okay. Genau das ist das Ziel. Was ihr seht, ist, dass diese Zeile komplett einfach ignoriert wurde. Somit auch gelöscht. Es wurde eigentlich nichts gelöscht. Es wurde einfach nur durch hin und her kopieren ein Löschen simuliert. Diese Zeile ist weg. Und das, was da drüber liegt, ist alles eins runtergefallen. Im nächsten Schleifendurchlauf, hier, die überste Schleife sozusagen, mache ich dasselbe Prinzip nochmal. I fängt von unten an zu zählen, J fängt von unten an zu zählen und kopiert sich wieder alles bis zur vollen Zeile.
und überspringt die Zeile und kopiert sich den Rest. Das heißt, dieser Teil wird kopiert und dieser Teil wird kopiert. Und somit habe ich geschafft, tatsächlich von diesem, jetzt mache ich noch eine andere Farbe, damit es noch übersichtlicher wird, von diesem Spielstatus als Ziel zu diesem zu kommen. Mit vielen unnötigen, komplizierten Schritten. Eigentlich nicht kompliziert, es ist eigentlich sehr stupido, sehr dumm, sehr primitiv und sehr einfach, aber ihr seht, wie schwierig das für mich war, da wieder reinzukommen. Und dann natürlich dann immer wieder noch die Wände zu zeichnen und die leeren Felder und bla bla bla. Ja, das machen wir ein paar Mal, bis wir am Ende ein Resultat haben, das dann so aussieht, dass wir wirklich alles rüberkopiert haben, was wir rüberkopieren wollen. Ich zeichne mal in Blau alle Informationen ein, die nicht verloren gehen dürfen. Zum Beispiel das da. Mache ich mal so. Das wird hier rüber kopiert, weil ich gesagt habe, dieser Bereich wird komplett kopiert. Das wäre dann beispielsweise hier. Weil ich gesagt habe, hier dieser grüne Bereich wird kopiert, der landet dann hier. Das heißt, die Informationen, die erhalten bleiben müssen, sind von diesem Status, seht ihr, zu diesem gekommen. Wunderbar, hat funktioniert. Die Zeile ist gelöscht, die Zeile ist gelöscht. Und das Ding ist komplett eine Zeile drunter. Das seht ihr genau in diesem Feld. Das und das. Über diese Schritte. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Es tut mir so leid, das ist so hässlich. Ich bin sicher, ihr findet eine raffiniertere und angenehmere Lösung als die meine. Ich wünsche es mir auch. Wenn ihr es gemacht habt, bitte ich euch darum, euer Quellcode mir als Kommentar zu posten, damit ich sehe, wie ihr dieses Problem gelöst habt. Das würde mich sau interessieren, wie geschickt ihr damit umgegangen seid. Ja, und ich glaube, es wird Zeit, hier an dieser Stelle aufzuhören. Es hat wahrscheinlich wieder ein bisschen Überlänge, dieses Video. Ah gut, knapp über eine Stunde. Es war sehr zäh und langweilig, es tut mir leid. Ich werde auch großartig nichts rausschneiden. Es ist leider so. Und Hut ab an jene, die das bis hierhin durchgehalten haben. Riesen Respekt davor und sorry, ich hatte Angst, wirklich, ich hatte Schiss vor dieser blöden Funktion. Hatte ich ganz gebe ich offen zu. Davor hatte ich richtig Schiss. Aber ich denke mal, der Rest wird sich jetzt ergeben und es wird noch angenehmer werden, weil die größte Hürde haben wir bestanden. Wir haben diesen blöde Complete Line, wovor ich absolute Schiss hatte, so sehr, dass ich das Video sehr gezogen habe. Ihr wisst, die von Anfang an dabei waren in dieser Let's Brock-Reihe, wissen, wie lange es gedauert hat, bis jetzt diese Folge endlich rauskam. Weil ich einfach nur Schiss hatte. Ich hatte Schiss vor dieser Funktion. Gebe ich offen zu. Aber wir haben es geschafft. Ich danke euch fürs Zuschauen, fürs Durchhalten und wünsche euch dabei viel Erfolg, das zu implementieren. Ich werde diesen Code jetzt hier abspeichern und gleich hochladen. Dann hoffe ich, dass ihr es besser macht. Übernimmt es einfach so. Wenn nicht, dann macht es besser und postet mir bitte auch unter den Kommentaren diesen Bereich, nur diesen Bereich, wie ihr diesen Teil gelöst habt mit dem von diesem Teil zu diesem Teil zu kommen. Es gibt viele Wege, das weiß ich. Es gibt elegantere Wege. Aber ich habe mir damals, wie gesagt, das ganze Ding habe ich in einer Nacht programmiert, war für mich das am einfachsten zu implementierende gewesen, dass ich gesagt habe, ich mache immer Schritt für Schritt, sortiere ich die einzelnen Lines aus. Über diese komischen Hin und Her, gebe ich zu, das ist unsauber, unschön und das war sehr gefährlich. Das macht man so nicht. Das ist weg. Pui, hui, pui. So, gelöscht. Ich weiß nicht, ob es bugfrei ist. Ich habe es nicht ausgiebig getestet. Habt ihr ja vorhin gesehen, wie sehr ich das getestet habe. Aber es bleibt erstmal so stehen. Ich hoffe, es tut so, was er tun soll. Und hab, ja. Wir werden darauf jetzt aufbauen. Das Tetris-Spiel, was ich euch ja zum Download verfügbar gestellt habe, ist genau das, was ich hier gerade abgetippt habe. Nur mit dem Unterschied, dass ich in dem Spiel, was ich euch gegeben habe, das noch drin habe. Also ich weiß nicht, warum das noch funktioniert. Das dürfte eigentlich gar nicht funktionieren. C-Sharp beispielsweise würde mir hier eine Fehlermeldung geben und sagen, hör mal zu, was soll dieser Blödsinn? Du hast in deiner Vorschleife, die Vorschleife bezieht sich auf die Size des Connected Lines, aber du änderst in dieser Schleife plötzlich die Size-Anzahl des Connected Lines, indem du was rauspoppst, also rauslöschst. Was soll der Blödsinn? Also C-Sharp hätte mir jetzt einen Fehler umgehauen und C++ macht es komischerweise nicht. Da seht ihr, wie toll C++ manchmal ist. Das ist genial. Aber bitte, die Zeile muss weg. So. Gut, danke fürs Zuschauen nochmal und bis dann. Ciao.